ich mein altes Handy benutze, bin ich traurig. Dort habe ich so viel Adress von Freunden und Verwandten. So viel von meiner Liste sind gestorben. Zum Beispiel mein Cousin in einem Assad-Gefängnis oder meine Freundin, die von einem Scharfschützen auf die Straße erschossen werden. Ich war bereits mehrfach im Sudan inhaftiert, teilweise vor weniger Tagen, manchmal Monate lang. Alles nur, weil ich über AIDS informierte und die Region anklagte. Ich wünsche mir, dass wir alle zusammen in Frieden miteinander leben können, ohne Vorurteile, egal welche Hautfarbe, welcher Herkunft und Religion. Ich danke Ihnen.